Kann man auch mal ein bisschen Geld in der Hand nehmen und ein bisschen was für seinen Server kaufen, was noch nicht jeder Server hat. Wir wollen bestimmt, aber kommen nicht an die Leute, beziehungsweise an die Dings dran, wo man das kaufen kann. Die haben das gar nicht auf dem Schirm, sonst würden die nach solchen Leuten suchen. Vielleicht schreibe ich dem Dennis mal und sage, dass ich da ein paar Sachen selbst noch habe und Sachen besorgen kann. Ich glaube, ich mache gerade die Quest für Dings. Was ist denn das hier für eine Pommes? Ich finde es hängst so. Wie weiß, wer ich bin. Was ist das denn? Kann ich die Dinge überhaupt machen? Geh da jetzt einfach hin. Das wird schon. Sagt der Arzt hat 500 wieder. Okay. Hm, 500 Arzt hat das so weh. Ich hätte vorhin nur 200. Muss unbedingt nachher kochen. I need something to eat. I think something to eat to get is very günstig. Kommen ja noch Sachen, die hoffentlich gut werden. Das ist. Nur weil ich schmecke, heißt das ja nicht, dass das Spiel scheiße ist. Ne? Ich bin jetzt gerade auch eh in dem Modus, wo ich sage, oh, ich hab Streamer und. Wir chillen halt hart hier. Wäre ich jetzt komplett nur für mich und im Teamspeak so, würde ich die Scheiße halt eben durchziehen, weil es sein muss. Also das mit den Questen jetzt hier, was ich jetzt gerade auch mache, man wird nicht so viel meckern. Was ist das für Content XD? Ja, das sowieso. Aber guck mal, wieder besser Tage. Wurde doch eine Map geleakt, die nochmal genauso groß ist. Die ganze komplette Map wurde geleakt. Also Data meint. Oh, dann könnte es ja sein, dass du mehr wie Level 60 machen kannst. Mit Sicherheit. Alter, bestimmt. Aber die kriegen ja nicht mal gebacken gerade, Alter, diesen Ingame-Shop. Irgendwie mit mal coolen Sachen aufzustocken oder so. Die sind da gerade richtig am Struggeln, keine Ahnung. Wir haben gestern ein paar Sachen behoben und ein paar neue Sachen wieder mit reingebracht. Ich hoffe nur, dass die nicht so elendig verkacken, dass es irgendwann eine Truhe gibt, die man unendlich oft looten kann. Die es übrigens schon gab, ne? Also das Krasseste, was kam mit dem Update gestern, war dieser Links-Patch, dass endlich die Anzahl von Mets findet. Ich glaube, das war kein Fehler. Ich glaube, die haben das einfach hochgepumpt, weil die Community sich beschwert hat. Bei denen kann ich mir vorstellen, dass das ein Fehler war. Weil das absolut ekelhaft war zu farmen. Für eine neue Map auch kein neuer, ist für mich auch kein Content. Die sollen das vorhandene System verbessern. Und Sachen fixen. Unendliche Truhe erinnert mich auch an Anthem. Boah, Anthem war ein geiles Spiel, Alter. Hab ich auch gefühlt. Anthem hat Bock gemacht. Ja, das man war sehr, richtig sehr, sehr viel Potenzial, Alter. Das habe ich gar nicht gespielt. Ich hab da mit dem Jamaya bis zum bitteren Ende gezockt. Hallo Iggy. Und dann wollten die eine zweite Version davon machen. Und die haben sie dann komplett verworfen. Nee, das hat damit nichts zu tun, Pete. Aber du siehst jetzt schon in den High-Level-Gebieten nicht so viele Leute.
Das wird sie mit Sicherheit auch nochmal ändern, wenn andere Leute nachrücken. Und auch 60 werden. Aber die Welt noch größer zu machen für 2000 Spieler, ist halt... Es gibt GTA-Server, die haben mehr Spieler auf einem Server als die hier. Töte Ziwang der Unverrückbare. Okay. Mach ich. Willst du nicht hinterfragen, warum du den töten musst? Nee. Das ist mir egal. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin, aber das sehen wir gleich. Aber Truhen schmecken immer. Plus schmeckt immer gut. Oder wo bin ich hier gelandet, Alter? Aber wenn ich das sehe, kriege ich richtig Bock auf Harry Dings. Nicht Harry Potter. Herr der Ringe. Harry Ringe, ja, ja, genau. Guck mal, das ist absoluter Qualitätskontent. Der Bob kann nichts machen, Alter. Ich hab den in eine Ecke verpackt und schlag ihn einfach zusammen. Ey, das ist... Den muss ich nicht töten. Ich will die Kiste haben. War hier falsch. Oh mein Gott, die sind alle respawned. Da vorne ist ein Kämpfer. Gehen wir mal mit den Brüdern mit. Best Play, Alter. Ich bin Level 21 geworden, habe immer noch nicht richtig den Sinn gefunden, man irgendwie immer das selber machen und sein Equip kann man auch am Handelsposten günstig kaufen. Weißt du, was ich meine? Ja, oh, das stimmt. Es gibt da super viele Leute, die sich darüber beschweren, dass man im Auktionshaus einfach bessere Sachen meist findet, als die, die man craften kann. So. Am Anfang halt noch, ne? Man muss. So, die muss ich auch machen. Oder wo bin ich hier gelandet, Alter? Die Erwartungshaltung ist immer hoch.
steckt ja auch ein dicker Name dahinter, ne? Darf man auch nicht vergessen. Bürger. Genau, Bürger. Ich bin blöd, dass gecraftete und Faction-Sachen nicht zum Watermark zählen. Das verstehe ich auch nicht. Hast du diese Tentakel, ne? Aber das macht doch Sinn, dass die nicht zählen, sonst machst du Level 10 Beruf auf 200 und kürzt dir 590 und gehst das Farm. Dass dein Account quasi, dein Charakter gekennzeichnet wird dadurch, welche Items du finden kannst. Hab 250 Stunden seit Release, das Spiel sagt dir sehr wenig, was du zu tun hast, aber wenn du ein bisschen googelst, findest du einen Haufen Zeug, was dich weiterbringt. Das Spiel sagt dir nicht mal, dass du 580er Waffen kriegst durch eine Quest. So, da musst du irgendwelche Content Creator wieder angucken, die dir das dann verraten. Die schon alles in der Beta auseinandergenommen haben. Aber wenn man sich ein bisschen einlässt auf das Spiel, ist das schon okay. Ist auf jeden Fall jeden Tag was zu tun, so aufhören Zeit. Manchmal nicht so spannend ist. Der Tag ist viel zu kurz. Ja. Das verstehe ich jetzt zum Beispiel auch nicht. Ja, fuck, Junge. Hä? Gar kein Bock, mich damit zu beschäftigen, ne? Ehrlich nicht, Alter.
Immer diese Content-Creatoren. Houston, we have a problem here. Nichts mehr looten, Bruder. Und genau das sind solche Fehler, die ich meine. Das, Alter, ich kann nichts mehr looten. Mach mal die Maus oder so. Was für Maus, Junge? Die Maus. Ach. Oh, Mann. Wenn ich jetzt eine Wart an, gibt ja hier keine Wartschlange. Hoffe ich. Nee, nee, das ich sind, das sind solche Fehler, die einfach absolut abfangen. Und Unreach, Dankeschön für den Gifted Sub an Lucerc DS. Und Oma, Dankeschön für den Gifted Sub an Grove Street Esports. Und Addis, Dankeschön für den Resub. Was ich echt schade finde, ist, dass es gefühlt 3 verschiedene Monsterarten gibt. Ja, gibt schon ein paar mehr, aber ich weiß, was du meinst. Aber Spiel ist neu, ne? Wer weiß, vielleicht entwickelt sich das noch. WoW gibt's seit 15 Jahren, Alter, und die kriegen es geschissen. Produkte reifen beim Kunden. Mal gucken. Immerhin kann man da schon glücklich drüber sein, dass die überhaupt irgendwelche Patches bringen. Und dazu jede Woche. Bisher. Eine 12 Stunden Q-Mail vermisst hat. Ruhe, Oma, stich hier in mein Herz. Das waren Zeiten. Das hat mich oh mein Gott, das war so schlimm. Und Frieda, Dankeschön für die Wies am 31. Guten Abend. Aber irgendwo hatte das doch was, weil man sich dann sehr, sehr, sehr darüber gefreut hat, wenn man reingekommen ist, endlich. Jo. So. Irgendwie hatte man dann mehr den Drang, online zu bleiben und mehr zu spielen. So. Ja, ja, ist schon komisch, ne? Da erinnert mich an die Folge von South Park, wo Eric Cartman von seiner Oma 1 Million Euro, also Dollar, ererbt. Und er kauft sich einen Freizeitpark und lässt niemanden in den Freizeitpark rein. Und auf einmal wollen alle Leute wollen in diesen Freizeitpark rein. Weil sie nicht dürfen. Oh, hier haben wir wieder... Was man auf jeden Fall sagen kann, dass das in der Gruppe questen und alles machen, ist viel angenehmer. Ja. 1000-mal angenehmer. Cartman lernt, ja, Mann. Sek. Ich glaub, den gleichen Effekt hast du auch in sowas hier.
Mit der Warteschlange. Cardman, bro. Ich frag mich die ganze Zeit, wo sind die ganzen Leute hier, die ganzen Spieler, Alter. Die sind einfach alle hier. In der Höhle. Aber Fischi, was spielst du denn für Waffen? Wenn du schon so am Reinsuchten bist. Hallo Yoshi. Hallo, wieder da. Mir geht gut. Hallo. Ich hoffe, dir auch. Was geht ab? Nix, ich sammle gerade alle Elite-Questen für die ganzen Waffen ein, für die ganzen Dungeons. Viel Spaß, wenn ich hab ihr den Scheiß aufmacht. Ich hab da ein dickes Problem. Du hast mehr als ein dickes Problem. Man hat ja auch so Questen gemacht für so blaue Items, ja, um die herzustellen. Ja, und die hast du zerstört wahrscheinlich. 2 Stück, glaube ich, ach, davon, ja. Ich bin so froh, dass ich die nicht kaputt gemacht habe. Ja, kannst du nichts machen, musst die Quest liegen lassen. Also eine Quest habe ich dafür nicht, ich habe nur am Ende was bekommen. Und das um die oder? Sachen abzugraden. Ja, du kannst es auch nicht upgraden, wenn du die nicht mehr hast. Ja, genau. Ja gut, dann bin ich komplett am Arsch. Ich hatte schon ein Ticket aufgemacht, habe gefragt, ob das wieder herstellen können. Oder ob die die Quest zurücksetzen können, aber beides können die nicht. Ich glaube, ich habe alles weggemacht, ich habe alles deleted. Das heißt, du hast dann die auf deiner Map ganze Zeit noch Quests offen, oder was? Ja. Das habe ich halt nicht, oder ich habe die nicht aktiviert. Die Questreihe fängt an mit den Dings, mit den Schuhen, ne, glaube ich. Ja, ich glaube. Es gibt 2 oder 3 davon. Ich gemacht hab, Alter. Wo fängt die Questreihe an? Lichtholz. Ja, okay. Es gibt verschiedene, glaube ich. Dann bin ich übelst dick im Arsch. Dann bin ich übelst dick im Arsch. Warum? Mein Lager durchsortiert. Ja, weil ich alles einfach gedingst habe, alles deleted habe. Ja. Wie heißen die? Problem sein. Sind die Klamotten selbst auch blau? Ja, ja. Die sind ja, blau ja. Und lila. Ich hab. Nee, also der Skin, dass der blau ist. Achso, nee, keine Ahnung. Ich bin gerade im Lichtholz Sidequest machen, da habe ich was Blaues bekommen, da ist die Hose auch blau. Also blau-blau. Die haben alle denselben, also das denselben Namen quasi, die ganzen Sachen. Wie heißen die? Warte.
Damit man die erkennt. Also eins habe ich, das heißt, also das verschleiert. Es hat jedes Mal verschleiert im Namen. Und das andere, was ich bisher habe, weird, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Wie dieses Holz da. Du bist so weird. Welche Quest ist das? Das ist, boah, Bruder, warte. Ich glaube, das ist die hier, Lichtholz. Ab 55 kriegt man die, glaube ich, ne? Du kannst die schon eher annehmen. Da musst du hier irgendwas her, da musst du Schuhe herstellen. Und die meisten Leute machen... ein ganzes Set. Ja, ja, die meisten Leute fangen... Also, das fängt mit den Schuhen an. Die meisten Leute craften die Schuhe und werfen die dann aber weg. Ach, und du musst später noch eine Quest, um die upzugraden, oder was? Du kriegst erst eine Quest, da stellst du Schuhe her. Dann hast du die Schuhe hergestellt, dann hast du automatisch die nächste, wo du Beine herstellst, dann deine Armor halt für die Chest und am Ende Kopf. Und dann, ja, wenn du das alles hast, wirst du zu einem NPC geschickt, der gibt dir eine Quest, dass du einen Container öffnen sollst und da sind so Upgrades drin. Mhm. Ah, ja. Bei dieser Upgrade-Quest bin ich jetzt zum Beispiel stuck, weil ich die Chest disenchanted habe irgendwann. Okay, das heißt, es gibt eine Quest, wo man dann einfach nicht weiterkommt. Ja, wenn man die Sachen nicht mehr hat, dann kommt man da nicht mehr weiter. War das die Mission, die wir gestern und heute gemacht haben, Curtis? Nein, ich habe die noch gar nicht gemacht. Weil ich gar keinen Bock darauf hatte, die fertig zu machen. Ja, dann hab ich doch nicht verkackt. Ich dachte, das war die wir heute und gestern gemacht haben. Nee. Davon habe ich alles zerstört. Und das ist alles in Lichtholz? Wie fängt denn Lichtholz an? Komplette Map. Okay. Du musst über die komplette Map und da 12 Sachen looten, da 12. Dann musst du zu so einer Station gehen, Rang 3 in irgendeiner Stadt und das dann craften. Ach, so Schuhe und so, die muss ich auch craften, die habe ich gesehen. Ja, ja. Zwei Paar Schuhe habe ich. Ja. Und die Schuhe hast du weggeworfen oder hast du? Nee, die habe ich noch nicht mal gebaut. Ja, zum Glück. Aber Leon, ich habe gerade nochmal durchgeguckt. Nachdem ich den Container geöffnet habe, war Quest vorbei bei mir, ne? Weil bei mir ist Quest da stuck. Also ich habe da auch nichts mehr oder so. Guck hier, das sind die beiden zum Beispiel. Das sind die zwei Sets, die du craften musst. Ach, und die muss man immer craften. Das heißt, du kriegst sie nicht nach dem Missionsabschluss. Nein, du musst die craften, dann ist die Quest erstmal vorbei. Und die Gegenstände liegen einfach bei dir rum. Ah, ich dachte, das waren so welche, die kriegst du am Ende von einer Missionsreihe, dachte ich. Nee. Nein, die aus. Das ist dumm, dass sie das nicht zeigen. Kriegst du so eine Rezepte. Man ist halt WoW gewohnt, ne, wo die einem alles sagen, Alter. So, man muss halt echt drauf aufpassen. Naja, das Quest-Konzept ist halt dumm, dass man die salvagen kann. Ja. Ja, das, ja. Aber was erwartet man noch für 40 Euro? Ist ja... Ich glaube, die Idee dahinter war gar nicht so schlecht. Sich einfach nur so ein Set schon mal herzustellen, was ja gar nicht so low ist im Gearscore. Und dann sogar du das später upgraden kannst anscheinend. Aber ja, dass du die Items halt löschen kannst, ist dumm. Und das sind die beiden Sets, ne? Die haben alle Shrouded im Namen und Purified. Ja. Das sind die einzigen zwei Sets, mehr gibt's nicht. Anscheinend ja. Hab ich doch nicht verkackt, alles easy. Ja, wie gesagt, bei Nate, hast du alle Gegenstände noch oder hast du auch Wasser geschmissen? Also zwei Stück habe ich jetzt bisher noch nicht gefunden, das heißt, wahrscheinlich habe ich die weggeschmissen. Oh mein Gott, das heißt, nicht gefunden. Warte mal, wir müssen. Ganz Lager durchgeguckt überall, aber. Nein, sind die halt weg, aber ich habe auch keine Folgequest mehr davon bisher. Ja, du musst nur Dinge töten. Das sind so, du musst das Portal nicht machen. Die Mobs sind einfach drumherum. Ich würde einen Mate von mir noch in die Gilde einladen, wa? Ja. Der konnte am Anfang nicht spielen, der hat jetzt vor ein paar Stunden angefangen hat. Nein! Was braucht der das Eisen? Wofür braucht der das Eisen? Wieder, wie die Anfänger hier unterdrücken.
Junge, ich habe hier gerade so einen Bären, der ist Level 35 aus so einer Höhle. Was der wegstecken kann, ist nicht mal normal von der Quest. Wie heißt die Quest? Ist das Papa Bär? Quest. Ah, da. Ja, war ein Papa-Bär nochmal, der riesige Bär oder was? Was gibt der für einen Ring? Ring des was? Des Holzschen Versprechens. Oh ja. Da. Aua. Lifestyle auf Dings, Alter. 20. Was? Ajik. Ja. Die bedrohliche Musik hier im Hintergrund.
Au. Ja. Hallo? Hallo? Bitte, schlaf gut. Ich hab keine Lust mehr auf Questen, ich will PvP, Alter. Wie viel, was brauchst du für die besseren Gems? Die Juwelen und die Quintessenzen, aber vielleicht habe ich den Juwel, den du haben willst. Ich muss gleich schauen, was ich brauche. Schreib mir einfach, was du haben willst und dann können wir gucken, was wir dafür brauchen. Und ob das leicht zu kriegen ist oder nicht. Ich bin noch nicht sicher, was ich für die Waffe machen soll. Geht und Rapier, das reicht. Nee, Great Axe und Warhammer. Ah, bist du wieder zurückgeswitcht? Yes. But why? Geheim. Wow. Kann ich sagen, wegen Stream. So. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass wir hier voll falsch sind. Oh, nochmal kurz unten bei Jack. Was war das denn?
mal, ob du die brauchst, Curtis. Kannst du mir sagen, was da drauf ist? Ich bin keine Falken. So, ja, warte. 24 Strengths, dann 16% mehr Backstab Damage und Basic Attacks Hits Trigger Fire Chain. Ja, warte. Ist das eine Axt? Ja, es sind zwei. Oh mein Gott. Also eine Great Axe. Hm, würde ich sonst auch nehmen, wahrscheinlich. Wie viel Gears hat die? Die hat 505 Gearscore. Weiß ich nicht, muss ich gleich mal vergleichen. 201 Slash Damage. Hast du nicht gesagt, du spielst Warhammer, Nate? Nee, ich spiele Great Axe und Lifestyle aktuell. Ah, okay. Lügner, der will nur die Axt haben. Ja, der will nur die Axt haben. Das könnte ich nicht bekommen. Kann der nicht gönnen, Junge. Warum bist du jetzt so ruhig? Ja, erwischen, hä? Erwischt. Jetzt tut er, als hätte er nicht verstanden. Hm? Ja, ja. Ich bin gerade ganz blöd am Laggen irgendwie. So. Sorry. Noch einen kompletten Muchrap hier, ne? Einfach keinen besseren. Kein Glück im Optionshaus. Ich glaube, ich muss echt die Fraktionswaffen fahren. Weißt du schon, was du für Gems willst lernen? Ich pull gerade zurück. Ich nehme diese Diamond Gems, glaube ich, für die Armor. Okay. Und für die Waffe muss ich gleich mal gucken, was sich am besten lohnt. Willst du das krass, die krassesten von den krassesten Gems? Also, nee, warte. Okay. Ich bin gerade am Windkreis. Hatte ich eine Gende. Schildede.
Und Nissel, danke schön für den Wies am 14. Hm. Ganz mal alle hochgemoved. Wen hast du hochgemoved? Alle, die wir jetzt hier im Channel waren. Das ist die ganze Zeit unten. Wo bin ich? Im Kinderzimmer. Guck mal, wann Duell. Das Problem ist, wenn wir noch ein Duell machen und du dann gewinnst, dann gibt's kein Duell mehr. Wieso? Weil jetzt gerade unentschieden ist. Nö, wir können immer weiter Duelle machen. Du willst doch bestimmt da nicht mehr. Klar. Was leckt? Also ich bin gerade am Windkreis. Du? Entermesserrift, aber ich kann noch die letzten Quests. Ich will nämlich alle Quests fertig haben. Für die Weise. Aber wenn ihr PvP machen wollt, da wäre ich immer für zu haben. Ja, wenn ich will, der hat schon. Oh, nicht schon 50, Alter. Oh mein Gott, wie kommt man hier raus? Dann weg hier. Profis sind verpackt. Wie, du musst die replacen? Ich hab noch eh noch keine. Warum auch immer. Ich glaube, die sind voll teuer. Ich hab den Beruf noch nicht aufgestellt. Ach, geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Ich hab jetzt Bock, jetzt mit denen zu fighten. Junge, Ding sieht jetzt richtig dick aus, ne? Windkreis. Warum? Übel, ne? Jo, wegen den ganzen Upgrades. Auch dieses Kochding da. Wie fett. Haben die auch 5 Küche? Was? 5? Ja, Küche ist da 5. Junge, was? Ja. Sollte ich gucken, dass ich das teure Essen verkauft kriege oder soll ich drauf scheißen und das einfach zum Leveln nutzen? Usen, Junge. Kochen leveln? Klar. Außer Buffwood natürlich, ne? Die Buffwood? Ja, Buffwood. Was verkaufen? Behalten. Weil du brauchst halt. Pinke Patchen Zeit und ganz Chat ist am Panel. Will das wir kaufen. Oh mein Gott, ich habe die Quest nicht fertig. Ich bin der schlimmste Mensch, Alter, ehrlich.
Naja, die kann immer noch nicht zocken. Die will mal ihren PC neu aufsetzen. Headgirl Uwu. Shapes hat Sprachkurs belegt. Kann Mila jetzt eigentlich New Witch Spieler immer noch nicht? Ausrufezeichen Goofy in Chat. Ausrufezeichen YouTube. Curtis Kusch, dein YouTube-Kanal ist weg. Also den gibt es nicht mehr auf YouTube. Und einmal Goofy, wir brauchen Intelligenz. Ja, die brauchen wir. Eigentlich müsste Finn Shapes auch ein Comment machen, Alter. Mit Ausrufezeichen Mila. Kann Mila jetzt eigentlich New World Spieler immer noch nicht? Hat Shapes. Ich weiß vor lauter Durst gar nicht, weil ich rauchen soll, so müde bin ich, Alter. Da war doch mal was mit Dingens. Schappestes oder sowas. War doch mal was. Ja. Super. Hast du gesagt, der klingt wie eine Krankheit. Super lustig. Was? Ja. Was, Junge? Was ist doof? Du hast da irgendwas mal gesagt, Alter. Das war auch voll lustig, sein Name. Hast du den umgewandelt? Scherpes oder von Herpes oder was? Keine Ahnung, Alter. Höllenfeuer, was für Höllenfeuer, Junge. Die Dinger. Burger. Das sind die Metz in den Städten aufzuteilen, also da Schmieden, da das Arkane-Ding, da Lederei. Ja klar, weil du dann unterschiedliche Leute in unterschiedliche Städte holst, ne? Aber eigentlich kann man nur alles so an einen Ort packen. Das ist ja aber so ein Umschlagsplatz. Ich meine jetzt mein persönliches Lager, weil bei mir wird Platz echt knapp. Ja klar, also ich unterteile das auch. Wie viele Städte hast du unterteilt insgesamt? 2 Stück. Ne, 3. Bei? Essen habe ich in Königsfeld. Weil da die Küche hoch war, aber wenn die im Dings ist, hol ich dann alles darüber. Ich hab auch 3 Städte jetzt. Dezent anstrengend, ekelhaft die Quest hier. Oh, da ist eine. Ach so. ja, hallo.
bin tot jetzt. Hätte ich die Attacke gerade nicht geblockt, wäre ich am Arsch jetzt. Das war knapp, Junge. Oh, bro, what are you doing? Oh my god! Hey, Leon. Yes? Weißt du, wenn ich was logge, ne? Wird ja. Das dann noch beim Crafting angezeigt? Ja. Okay. Das ist kacke. Wenn du was loggst, wird dir das auch im Aktionshaus angezeigt, wenn das Bind on equip ist. Bye, have a beautiful time. Brett, brett. Dankeschön für den Weezer beim Leuten. Und Wuhu. Und Oma, dankeschön für den Gifted an Alpino. Und Alpino, dankeschön für den Gifted an Wuffes. Und... Elite Ralfo, dankeschön. Elite Ralfo, dankeschön für du bist am 8. Der hat den schon getötet. Ey, ich werd wahnsinnig hier, bitte, warum? Dieses Gebiet ist so ekelhaft, Junge. Ist was tot.
Ich hasse dieses Gebiet hier unten. Schrecklich. Ich hasse diese Tentakel so sehr. Warum tun die mir das an? Ich hasse die so sehr, ne? Ich würde am liebsten in den Monitor reinboxen, Alter. Ey, ich hoffe, dass Dings das gewinnt, ne? Ich hoffe so, dass Black Lotus den Krieg gewinnt in Lichtholz. Oh ja. Big. Dann können wir da endlich günstig immer hin und her porten. Ja. Das ist der einzige, das ist der richtige nice Vorteil, wenn deine Fraktion das besitzt. 50 Arts und über die halbe Map porten. Besser geht's nicht. Ja, und das Lager geteilt sind, weil da ist halt Arcana und Stein mit Gedönse hoch. Ach, kann ich aus Syndikatgebieten einfach so hin und her switchen aus dem Lager? Ja, kostet Geld. Aber Geld. Ah, da ist der Haken. Junge, bevor ich 1000 Gold zum Rübertransferieren bezahle, laufe ich lieber. Ich weiß nicht, wie viel das kostet. Irgendwer hat gesagt, voll viel. Der Platinum hat 150 Gold bezahlt, um den Rapier rüber zu switchen. Ja gut, das ist ja nicht viel. Doch, 150 Gold. Ich habe über 20k. Ich habe auch so viel, aber ich weiß nicht. 120 Gold für einen Kilometer, also um einen Kilometer Laufen zu sparen. Das ist mir auf jeden Fall wert, solange man so langsam unterwegs ist. Nutzt das Laufen immer noch zum Farmen nebenbei. Ah, das sollte nicht mehr so viel kosten. Da ist nur die Frage, wie viel das bei den anderen kostet. Noch Gems. Du brauchst nicht welche, ja. Was spielst du? Auch grade, was ich spielst Great Dings, ne? Great Axe und Hast Hammer. Du zu viel zum Abgeben oder was? Great Axe und Beil ist meine Map. Hammer nee, aber ich dritte Waffe dabei. Ich biete mich einfach nur an, für die Leute herzustellen, wenn die das noch nicht selber machen können. Achso, kannst du? Ja, ich kann die ganz dicken Gems craften. Also schleifen. Mit was hast du gelevelt? Townsport. Ich habe ja immer diese Lodestone Bricks abgegeben und das hat dick gebracht. Ja, das bringt natürlich. Und dann habe ich halt die letzten 5 Level. Hallo Teefrosch, was geht ab? Guten Abend. Ich gegen voll Gegner. Kann man sich einmal schon mit hitten, wow, dann hat man nichts mehr davon. Viel Spaß an denen, der die Quest hier machen muss, Alter. Absolut ekelhaft. Darf ich noch?
Hallo Maku. Piu Pau, danke schön für den Booster beim 33. Quest nervt mich, Alter. Absolut Nervenscheiß hier. Aber heutzutage ist das mega easy. Das ist halt langweilig nervig. Bau dir eine Axt mit Erfahrungs-XP für Holzhacken. Oder kauft dir eine. Macht um einiges leichter. Was macht das denn leichter, außer dass du XP kriegst? Wir haben mehr XP. Gibt's einen Perk, dass du mehr XP bekommst beim Abbauen? Bist du gerade in den Kreis gefiel? Hä? Hey. Where are you? Auf der Weg zu Windkreis? Was brauchst du noch außer die Gems, um die zu schleifen? Diese Lebensquintessenzen. Aber kann sein, ich habe alles, was ich brauche, unten in Cutlass Keys. Dann müssen wir da gleich zusammen runterlaufen. Von diesen Lebensquintessenzen kann ich dir 200 geben. Die brauche ich nicht. Du brauchst, willst nur die Diamanten haben, ne? Ne, 2 für die Waffen und 5 Diamanten. Ja, warte, dann laufe ich jetzt zurück. Hast du PvP an? Ja. Lade dich in der Gruppe ein. Da, wo ich gemarkt habe, habe ich alles verdasst. Der Steintisch hoch genug. Das sind 2 Vierer-Gems und 1 Tier-3-Gem. 188 bist du schon, boah. 2 Vierer? Ja. Für die Vierer muss man ja Dings sein. Müssen wir dahin, glaube ich. Was hast du gemacht? Ich sehe es nicht. Ach doch, da. Nicht weit, 1,5. Ja, ich habe gerade nur die Gems. Was brauchst du noch? Schreib mir mal, welche du für die Waffen brauchst. Für die Diamanten brauche ich die Lebensessenzen. Den Opal und Malachit. Opal
und Malachi, die brauchen beide Soul Quintessenzen, glaube ich, 3 Stück. Also 6 Soul, also Seelen Quintessenzen. Die kann man nicht herstellen, sondern muss man kaufen, ne? Die kann man herstellen oder kaufen. Oder man kann die, glaube ich, auch farmen, aber das ist schwierig. Und zwar musst du da warten, bis so ein... Da, wo du die Lebensessenzen herkriegst, da gibt es auch Hirsche, die trinken im Wasser aus dem Bach. Und ich habe 560er Stiefel gefunden. Was? Mit Konsti und Konzentration, Junge. Und der hat da zweimal bei mir draus getrunken und dann war da auf dem Boden so ein Punkt, den konnte ich einsammeln, da habe ich die rausgekriegt. Okay. Ich hab doch einen Screenshot gemacht von wo das war. Wenn du nicht kaufen willst, dann kann ich dir die Location sagen. Das Spiel auf Deutsch, ja, ne? Nee. Ah, auf Englisch, okay, dann guck mal in Rewater. Ich hab's gerade gelesen in der Datenbank von denen. Muss warten, bis die geschissen haben und dann kannst du das aufsammeln. Wollen wir die gleich farmen gehen? Ich will auch ein paar. Können wir, ja. Soll ich dann zuerst eine Deer-Snack machen? Ja, warte, da komme ich dann gelaufen. Dann musst du nur die Diamanten mitnehmen. Mit Holz ist eh nichts wert, Schotti. Welche Diamanten willst du? Du willst gar nicht die krassesten Tier-Dings machen haben, oder? Ich hab nur von diesen T3 gerade. Also die Brilliant Diamonds. Brilliant Diamonds. Nee. Wie heißen die? Ob sie im Guildenchat gelingt. Einfach ganz normal Diamond. Warte mal, dafür brauchst du nicht die Live Quintessenzen. Ja, warte, sonst guck ich kurz, was die, Brilliant Dinger kosten. Wenn das nicht zu viel ist, dann hole ich die End. Life Wisp brauchst du. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt bekommen habe, Alter, irgendein episches Schwert. ...535er. Mit Stärke Konsti. Ja, ist gut. Leicht und schwer angefangen, okay, das ist okay, wenn den Rüstungsbrecher blocken. Keine Ahnung. Also diese Life Wisp, die verkauft keiner. Warte, ich hab mir geholt. Link mal, welche? Die hier. Fünf Stück hast du davon jetzt, ne? Ja. Boah, lass mich kurz. Na, was finde ich denn hier für Waffen, Alter? Ja. Hast du jetzt ausgegeben dafür? Ich habe eingekauft für 28 oder so. Nein, dafür braucht man Life-Is. Was? Was heißt Life Essence? Wie meinst du, was das heißt? Ja, also nicht diese Quintessenzen oder was? Nee, aber diese Life Essenzen sind eigentlich einfach zu bauen. Die könnte Jomar easy machen, wenn er Zeit hat. Davon habe ich noch 34 rumliegen, wenn nein! Du... Nein! Von den Essenzen? Von den blauen, wenn es die sind, ja. Ja, das sind die blauen. Ja, habe ich 34 schon gefunden. Wo bist du gerade? Ich kurz nach Lichtholz in die Stadt. Wilder Anstuhl. Die einfach scheiß auf den Sockel, Alter. Ich kann dir jetzt gerade auf jeden Fall die machen für die grünen Diamanten. Dann kaufe ich dir den blauen Diamanten einfach ab, damit du kein Minus gemacht hast, Leon. Ja, darum geht's mir nicht. Ich brauch dir eh.
Ja, dann mache ich dir erstmal die grünen. Da kann ich dir diese Wisp machen. Warte, kannst du diese Essenzen denn nicht herstellen? Vielleicht habe ich die Magza dafür. Dafür braucht man Arcane, Arcane 75. Aber ich habe Arcane nur 36. Lock auf zu lügen. Was, 75 hast du gesagt? 75 braucht man dafür, ja. 56. Wie gesagt, ich habe davon noch ein paar rumliegen. Diese Höhle dumm. Junge, lass mal einen 15 Meter großen Mob sein und in eine 10 Meter Höhle tun, Alter. Damit da ja kein Platz ist. Lichtholz hat er die liegen, glaube ich. Ja, genau. Lichtholz saß da ganz oben. Hallo Marci. Glaube ich, das einzige Ding, wo Arcana hoch genug war. Ich kann auch mit den 5 brillanten Diamanten, also den du jetzt gelinkt hast, ne, als letztes lernen. Ja. Mit 5 davon kann ich einen Pristine-Diamanten schleifen. Also einen von den dicksten, wofür man die Live-Quintessenzen braucht. Ja, 125 dann pro Stück. Man alle für 25 kriegt. Ja, aber dann habe ich nur einen Gem für meine Arme und ich brauche 5. Oh. Ich weiß nicht, ich kann gucken, was man braucht. Vielleicht können wir das ja auch in Dings hinkriegen. Right, Alter, 400 Arzt müsste ich bezahlen, um nach Brightwood zu porten. Ja, ich habe auch keine Arzt dafür. Du kannst ja drüber machen. Du hast ja. Hallo Chat, seid ihr schon müde? Nö. Thema, der Scheiß kriegst du aus Vorratskisten. In den Stadtgebieten. Von der Arbeit gekommen. Burger. Und Streiter, dankeschön für den Resub im 14. Uglu und kurz zurück. Scheiße, habe ich Piopa vorgelesen? Ja, ne? Dankeschön nochmal, Pio. Ach so. Kommt noch Fressen rein. Übrigens wieder gleiche Fort. Opfer. Hier los.
Ja, das war jetzt geliebt mit Stärke. Und als Secondary mit Dex. Allgemein ist das Ball richtig stark, das wird euch wahrscheinlich nervt, weil es so heftig ist mit dem Selfie und so. Solange hier alles tot ist, schnell looten gehen. Kisten sind wichtig und richtig. Findest du Rap hier? Habe ich noch nicht gezockt, kenne ich bisher nur aus Videos. Aber es ist eher so eine Konterwaffe, finde ich. Womit du gut Damage verhindern kannst und so. Ist in meinen Augen kein Hardhitter. Aber verlässt sich verdammt gut spielen mit Eisgauern zusammen. Doch immer das gerade war. Schwert, Schild, OP im Duell, finde ich nicht. Du hast halt guten Death, ne? Viti zockt zum Beispiel Schwert und Schild in Medium Armor, glaube ich. Ist der jetzt da runtergefallen? Ich bin noch lange nicht im Endgame, Nate. Ich hol gerade quasi die Questen nach, diese ganzen Side-Missionen und so. Und hol die ganzen Questen für die Inis und bla bla bla. Die ganze Scheiße. Und nebenbei ein bisschen Gold farmen.
bin jetzt Level 42, aber weil ich es nur nebenbei spiele, als Tank hab ca. 10k Leben und mache halt kaum Schaden. Aber ich konnte jedes Duell auch 10 Level über mir für mich entscheiden aufgrund des Schildes und der AP. Ja, das ist klar. Aber wenn du gegen einen kämpfst, und das ist jetzt kein Diss an dich oder so, wenn du gegen einen kämpfst, der weiß, was der tut, wird er dich halt wegklatschen. Außer du zockst mit Lifestaff oder so, ne, wo du dich noch regeln kannst mit. Dann ist vorbei. Das nennt man dann so Paladin. Bayern-Tama mit Lifestaff oder Schwertschild mit Lifestaff. Dann bist du unbesiegbar. Lifestaff 2 und Axe Paladin. Ja, oder mit Hammer halt, ne? Geht beides. Aber ist beides verdammt stark. Zock Speer, Lifestaff, mega gut, CC und Heal, das stimmt auch, Speer ist auch absolut insane, was CC angeht. Ich weiß auch nicht, ich habe auch irgendwie Bock zu switchen. Alle zocken mit Great Axe, Alter. Ich glaube, ich gehe auf so ein Paladin echt. Mit Lifestaff und so. Und dem Hammer. Nicht wirklich Bock, die Meta zu zocken. Oder Ice Gauntlet mit irgendwas. Weil es halt absolut geisteskrank OP. Ja, aber wofür Lifestaff und den und das Ball zocken, wenn du mit dem Ball schon sehr viel hast, ne? Ja, bist du doppelt abgesichert, yo. Ja, doch, der Heal ist trotzdem noch gut. Weil der prozentual zu deiner HP ist, deshalb ist der gut. Irgendwie maximal 30% deiner HP kann der heilen. Geeitet und Patrouillengänger hier, na wo? Geht's die Euro, by the way? Am besten so komplett Heavy Armor. Heavy Armor Lifestaff mit Hammer oder Axt und dann diesen Fokusstein in der Hammer und den Axt, in der Axt. Da machst du so mit Damage, aber du bist unbezwingbar, Alter. Keine Ahnung, was das jetzt schon wieder war.
Ja, ne, die kannst du ja später machen, wie ich das jetzt auch mache. Ne? Ist gutes Gold auch. Wo auch immer die ganzen Mobs hier sind, Alter. Aber ich glaube, ich würde anstatt den Hammer, würde ich echt Axt zocken. Allein wegen dem Gap Closer und der Mobility. Fertig hier, Alter. Mal gucken. Vielleicht baue ich das morgen mal und probiere das aus. Ich bin auf mittlere Rüstung, ja. Beim Questen oder allgemein im PvE kannst du Light Armor vergessen. So gut wie, oder du bist permanent am Dodgen. Weil die dich sonst one-hitten. Kein Execute auf Streitachs, ne. Hab ich gerade nicht geskillt. Muss ich mir sowieso auch nochmal angucken. Eigentlich habe ich eine PvP-Skill und gerade hast du recht. Gut, dass du mich daran erinnerst. Aber mal Switch ist teuer, aber das kostet ja nur Dings, ne? Arzot. Ja, von hinten, Bulli, von hinten, ist klar. Guck. Von vorne macht er, glaube ich, nicht so viel. Doch, macht er. Aber ich kann nicht sterben. So, jetzt. Nach Croissants. Wie wart man das wart? Nein. Jo, bester Kusch ist am Backen um 11 Uhr abends. Was ist denn das hier für eine Pommes, Alter? Was sagst du dazu, dass sie die Maximallevel annehmen vom Watt? Von 60 auf 70 oder was? Ja, wo hab ich. Wo steht denn das, die das machen?
noch nicht gelesen. Ich glaube auch nicht, dass die das erhöhen. Hallo? 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 Hallo Finn, mein Freund. Hi. Schön, dich mal wieder zu sehen. Ja. Hallo Finn. Ist gerade jemand in Ebenmaß? Nein. Nein, bist du in Ebenmaß? 560er Hose von der Quest bekommen. Damn. Buffy, Haschrosch. Where are my friends hin? Oh, where? Tell me, where? Da sind meine Freunde. Oh, das riecht hier voll noch Croissant. 1000 Fiber habe ich, Alter. Ja, weg mit dir, das ist unsers. Also so langsam finde ich ganz böses Zeug, ne? Wo bist du unterwegs? Das werde ich dir nicht sagen, weil du wärst mein Freund, wärst du hier. Weißt du was? Wärst du ein Freund gewesen, ach, hättest komm, du mich mitgenommen. Ach, du bist komm, die ganze Zeit im Low-Level-Gebiet irgendeinen Quatscher machen, Alter. Ja, und das Goldbüffel. Ich habe dich ganz nett gefragt, so hey, ich habe die Quest zwar nicht, wollen wir woanders weiter? Ach komm, scheiß drauf, ich gern deine. Scheiß drauf. Hast du gesagt. Scheiß auf dich. Egal, wer. Du bist kein Freund mehr. Stundenlang, tagelang habe ich mit dir an dieser Quest gesessen. Ich habe neue Freunde gefunden. Tagelang habe ich dir da geholfen. Tausende von Gold habe ich ausgegeben. Ja. Komm. Weißt du was? Ich habe es gern gemacht. Ich würde es wieder machen. Ja, das ist jetzt nur nicht einzuschleppen. Nein, wirklich. Aber du stichst mir einfach von hinten das Messer ins Herz. Na Mann, ich bin doch Schurke. Ich hoffe, der Dagger ist bald reinkommen. Ich hoffe, du schneidest dich mit deinem Dagger. Ich bin Young Dagger Dick. Nee, das bin ich. Kannst ich vielleicht Old Dagger Dick sein. Hui. Leon und ich machen jetzt das Big Cash, Alter. Wir werden alle killen, ne Leon, die du auf PvP annehmen. Ja. Jeder, der uns das klauen will. Mach wieder alles ohne mich. Ich darf ja nie dabei sein. Du willst doch gar nicht dabei sein. Nur der Finn ist mein Freund, weil der Finn ist ein schöner Mensch. Ja. Hier bleibt nichts für dich über, Leon. Der Finn ist mein Angelkumpel. Hast schon viele Fische geangelt, Finn? Sehr viele, mit großen Zehen. Hast schon viel Gold damit verdient? Das ist gar nicht so profitabel, ne? Also ich habe in der Stunde verdiene ich so 500, 600 Gold mit Angeln. 500, 600? Ja, wenn es gut läuft. Also für das AFK nichts zu tun, ist entspannt. Aber jetzt habe ich gelesen, man wird ja gekickt. Das ist noch mehr, ne? Wenn man ich weiß, aber ich habe gewartet, bis du mit mir anfängst. Ja, habe ich aber heute auch irgendwie outgedribbelt. Also ich wurde zweimal gekickt. und dann hat die Kicksperre da nicht mehr reingekickt. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Dann noch mehr? Nee, aber hier diese Teile sind gut, ganz gut. Chat, erinnert ihr euch noch an den Tag, an dem Gefühl unser Freund war? Oh, hast du Drohne an? Ja. Glück nicht. Ich schwöre, ich hab Drohne doch, an. Doch, hatte. Ja, warum dabei? Ist doch allgemein bekannt, dass der Finn der absolute Angel-Champion ist. Aber 600 Gold die Stunde, damit ist doch gut. Auch an der Stelle. Ich bin das halt im Homeoffice, der kann halt nicht spielen, wenn er
nebenbei noch machen muss. Meine kleine Schwester angelt. Zum Glück weiß niemand, dass für ein Endgame Nate mit 3A heißt. Okay, Giffy ist wieder ein bisschen Freund, ja. Nate mit 3A. Ich hab meine Freunde verloren. Sie kämpfen. Ach, sag mal. Ich hab 1300 Sandpapier, Alter, wohin damit? Stärke, Crap, Int, Consti ist okay. Int, Consti wird 506, 504. Weg damit. Giffy nimmt immer nur, das stimmt. Lüge. Ich hab gesagt, komm Timmer, ich mach dir Juwelen. Aber Timmer, ach komm, so, du hast dem Timmer bis heute keine Werkzeuge gemacht, Alter. Ach Junge, der Timmer wollte doch nie Werkzeuge von mir. Klar, der stand eine Stunde da, hat dich gefragt. Ach, ich hab dir eine Tasche gegeben. Du bist einfach nie vorbeigelaufen und hast Slash Winken bei irgendeinem Mädchen gemacht. Warum liegst du jetzt? Ich finde, Leon ist mein Zeuger, Alter. Damals, als der Stream noch nicht tot war und der noch lief, warst du noch Freund, Alter. Da hatte ich vielleicht auch noch die Chance auf einen dicken Host. Was wollte ich jetzt nochmal hier machen, Leon? Junge, wie viel Hunter, wie viel Damage macht ein Hunter mit? Ich weiß nicht, Alter, was du hier machen wolltest. Oh mein Gott! Boah, Beil 18 schon, ja, Junge, geht das ab. Achso, wir wollten von hier aus da rüber bauen. Irgendwas wollte ich hier noch vorher machen. Oh, Beil 18, ja, meine Leinen wollte ich machen. Das ist okay. Boah, das riecht wie in der Bäckerei, ich dreh gleich durch, Alter. Hab vorhin Giffy eine Frage gestellt im Chat. Nein. Ach, der Timmer ist ja so dreist am Lügen. Giffy ist so ein Ultimate. Ach, Finn, war klar, dass du mir in den Rücken fällst. Du hast mir heute deinen Schneidezahn gezeigt. Ist keine Lüge. Es ist die Wahrheit. Was soll ich sagen? Ist Finn jetzt Zahnarzt geworden? Ich hab dran gewackelt. Ich hab da gewackelt. Dann musste ich ein bisschen grinsen. Was jetzt so? Gefäße abgehoben. Der hilft niemandem, Alter. Der will immer nur ziehen. Ey! Das ist halt so eine dreiste Lüge. Ich wette, der nimmt doch bald das ganze Gold aus der Gilde und haut ab und sagt so, ja, habe ich nicht gemacht. Ich wette. Merkt euch meine Worte. Dann join ich nie wieder am Teamspeak. Bin einfach weg. Verkauft das Gold. 100 Euro auf Nacken. Gib dir 3. Ich habe jetzt Essen gekauft, Junge, Leon. Ich bin hier mit Zorn unterwegs, ne? Mit dem Willi und so, mit dem Wolfi. Wollte ich mich rüber zu dir, um mir was zu trinken und bin auf Klo. Bis gleich. Ich glaube, ich wechsle. Ja, ja. Ich hau ab von Syndikat. Wir sind viel mehr Freunde als ihr. Wo ist? Mach ich auch. Oh, ich glaube, das gibt dicke Helm jetzt, ja.
Oh, dicke Feuerstab. 535 mit Geschick, ja super. Direkt in die Tonne kloppen. Scheiß auf das, das ist auch crap. Auch crap. Das ist ganz okay. Crap. Crap. Oh. Oh. Vielleicht gilt der einer. Jo. Mann. Reconnect lernen, ich habe Usual Bug. Ach ja. Das ist nur alles hier gewohnt. Tinkepäckchen Zeit und dann werden einfach nur 4 Stück aus dem Kühlschrank genommen. Plus Tagge, der hier im Teamspeak sitzt. 5 Stück. Er markiert Leon. Da hatte ich 2 gefunden letztes Mal. Naja, Moment, Moment. Ja, jo, mach in Ruhe. Die wollen finden, glaube ich. 400. Was war denn hier, Alter? Gehen wir da hier, gehen wir raus, oder? Mhm. Vorne. Oh, PvP. Keine Zeit für Tinkepatch, wie viel bist du denn? 30 Leute nur. Nein. 20 Platz haben wir wieder. Nice. Da hinten sind Zelte, ne? Vielleicht komme ich von da wieder. Ja, ja. Er war zu greedy. Mein Dings reingesprungen. Sollen wir kurz warten, oder? Ich glaube nicht, dass der andere noch kommt. Kurz hocke ich mich hier nicht, ich habe die offen gelassen. Oh, die haben echt Küche auf 5 gemacht, ja.
Ja. Richtig weggefetzt, Alter. Hier, guck mal, hier sind sogar zwei Rehe. Nein, eine Kultivanten-Rehe. Vielleicht lässt er auch einen Eisschuss ab. Der muss jetzt für die Quest scannen. Das ist dann so ein glühender Punkt auf dem Boden. Ja. Guck mal, der krabbelt mit uns. Ich glaube, der versucht das auch, oder? Oh, einer macht gerade, glaube ich. Ja? Nee, doch nicht. Doch, doch. Ich sammle auf. Vargas kann jetzt nochmal machen. Plus zwei. Oh, da hinten, da hinten. Da hat noch einer gemacht. Nein, das ist despawned vor meinen Augen. Oh. Blöd. Das gibt einen Arschbohrer. Hey, du hast den Arm ja gekillt. Ich hab einen Arschbohrer gegeben. Hammer, Junge. Was soll ich hier machen? Noch mehr? Hä? Drin ist noch einer. Hä, was soll man hier machen, Alter? Kurz. Junge, dieses Spiel, ne? Ehrlich. Wir müssen in Köln gewinnen.
Yeah. Hatte jetzt gerade noch einen anderer gemacht. Ja, das ist wieder vor meiner Nase, die Swan. Das auch mal. Ich weiß aber nicht wieso. Vielleicht, wenn man zu schnell dran geht oder so. Soll die Kacke dann weglaufen oder was? Frage ist, machen die nur einmal oder mehrmals? Da hinten hat einer nochmal gemacht. Und jetzt mal hin. Bei mir ist nicht despawned. Hm. Rennst du auch hin oder schleichst du hin? Ne, ich bin hingerannt letztes Mal. Erschreckt sich die Scheiße, wenn du hinrennst. Ja, ist wirklich so. Naja, ist nicht die beste, also ist nicht die beste Lösung, Tigger, aber anders geht halt gar nicht. Ja, richtig. Ist aber gut. Der einfach aus wie Gandalf, Junge. Gandalf der Henker. Guck mich an. Das sieht so scheiße aus. Hast du noch einen Haufen gekriegt? Nee. Oh, PvP bei mir? Hier? Ja. Sehen? Hab ich noch nicht gesehen. Oh. Oh. Oh, guck, was er bekommt. Oh mein Gott. Einer doch. Aber mit Consti int, ne? Nicht int Consti. Mein Kurzstriff hält so. Eile ist absoluter Quatsch. Oh mein Gott, die Perks sind absolut Mist, aber 480. Oh, er ist down. Das war close. Der ist doch nicht so gut. Der ist 480. Ich dachte 580. Oh, bei mir noch einer? Was ist Eiswand? Oh, ich bin tot. Ja, ich bin 16 Meter weit weg. Ich spawn wieder. Nice, ist down. Den anderen habe ich getwoshottet. Switch of Light Armor. Hier wieder 40 Euro bei so. Mich stand die ganze Zeit ein Vieh. Was ist da hinten? Hey, die sind wieder da. Ich muss kurz das Vieh hier wegmachen. Das stand mich die ganze Zeit. Meine Freunde da. Hab dein Mate? Der andere rennt weg. Der hat Bloodlust gezündet, pass auf. Der wurde vom Bison getötet. Der Arme. Als Gier reparieren.
Ich hab für den einen Kill 200 Gold bekommen. Junge. Sind das die von vorhin? Ich glaube schon, ne? Das weiß ich nicht. Wir wollen uns, glaube ich, abcampen oder so. Wir haben uns beim Kacke-Sammeln gestört. Die haben wahrscheinlich gedacht, jetzt schnell wieder hin. Die sind wieder hier gespawnt. Beim Kacke-Sammeln haben die euch gestört? Er hat Dingen an, Achtung. Hab ihn. Hab ihn. Der dachte auch, wir rennen dann in seine Mauer rein. Wo renn ich denn hin? Wir werden jetzt sich in Ruhe lassen, oder? Nee, ich glaub nicht. Ich hab ins Eisgehundert rein. Hat's dann? 3600er Crit. Einer ist von, glaube ich, hier und einer hier. Oh mein Gott, jetzt habe ich wieder diesen. Der bei mir. Er ist drinnen. Junge. Digga, die hören aber auch nicht auf. Meinst du, das motiviert noch? Und nächste müsste jetzt hier kommen. Ich glaube, die kommen beide hier. Nee, einer kam hier und einer kam hier. Ah, okay, okay. Die spawnen hier fünfmal. Okay, die werden jetzt auf die Fresse. Die werden jetzt warten und doppelt spawnen, ne? Ja, aber sollen die doch. Auf welchen wollen wir uns denn fokussen? Auf den Mage? Ja. Ich würde sagen, ja. Chat ist müde. Ich hoffe nicht so, ja, die gehen gleich weg. Wir können auch immer weitermachen. Na, lass weitermachen. Machen wir so, das so klar. Ich laufe mal hier ein bisschen rum und gucke, ob ich irgendwas sehe. Aber auch rum. Ich habe schon mal 5 plus 3 noch in der Dings, 8 habe ich insgesamt. Junge, das Schwein hat dich mitgenommen. Hero. Junge, dieser... Alter, warum habe ich keine Tränke bei? Wie so ein Kistengefühl. Konzentriert, wir müssen uns auf die Kacke konzentrieren. Ich werde halt sterben. Ich werde halt sterben. Ich hab 100 RP. Nein! Ich werd sterben. Und
der Debuff geht nicht mehr weg. Ach warte, sterben ist gut. Sei gut und er ist so schlecht. 570er Item, er ist so schlecht. Stärke Int, Junge, er ist so schlecht. Have a beautiful time. Und der sieht wahrscheinlich so gut aus. Er sieht so gut aus und er ist so schlecht, Alter. Oh mein Gott, bitte. Hast du so ein Vieh gehittet, Gefühl? Nee. Hat einer Kacke gemacht? Und Seraphine ist Dankeschön für den Resub im 5. mit Ja! Oh mein Gott, es ist. Nie Glück. Wellnessprobe, wo? Ich hau ab hier. Nichts gedroppt, ja. Von den Aufblitzen sehen. Junge, 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 Junge. Ich warte jetzt auch, bis wir rauskommen.
Kann auch sein. Vielleicht machen wir dasselbe wie wir. Ja, die machen ja, glaube ich, irgendeine Quest. Junge. Da stellt sich mir die Frage, sind wir gut oder die schlecht? Beides. Guck mal, ob die da sind. Ich komme mit. Überall in diesem ganzen Spiel respawnen die Monster nach 5 Sekunden, außer hier. Gehe ich jetzt alle 24 Stunden. Dann, wenn man die braucht. Guck mal, ich kann hier was abbauen. Ach, die geben auch wieder diese Live-Quintessenz, die Wölfe. Ich glaube, die warten jetzt erstmal wieder. Ja, ich glaube auch. Fragen sich bestimmt, wie hobbylos wir sind. Die denken, wir warten nur für die hier. Oh, da hinten scheißt einer. Hä? Der macht die. Ah, jetzt. Ja, Mann, 3 Stück. Ja, Mann. Ich kill den jetzt mal. Mal gucken, vielleicht wird das ja auch schneller. Dieser Debuff ist so ekelhaft ätzend. Bye, have a beautiful time. Und Nesale, danke schön für die Wiesa im 10. Mit Jammies. Ich verstehe nicht. Überall respawn die instant. Und hier muss jetzt 3 Tage warten, bis die wieder da sind. So dämlich, Alter. Ah, hallo. Dankeschön.
Ey, vor meinen Augen despawned. Es ist nur so buggy. Da ist noch einer. Da sind zwei Hunde. Ach, der hat. Nein, doch nicht. Kannst dich aufheben, weil der da drauf steht. Ey, und dann ist es despawned, während ich das hier frei mache. Also die Teile sind halt gefühlt echt nur 10 Sekunden da oder so. Ja, also muss man direkt hinsprinten. So. Du musst instant da sein, ja. Weißt du, schleichst diesem Müllvieh hinterher, bis das halt im Kacken ist. Hier ist ein neues gespawnt. Da folgt ja auch gerade ein neu gespawnt. Er kriegt immer. Oh ja, einer kackt. Zwei sogar, nice. Ich habe 3 Stück hintereinander jetzt bekommen. Hau rein, Jordi, schlaf gut. Alle vom selben? Nee. Hier waren 3 Stück in der Nähe. Und einer nach dem anderen hat gemacht. Wieder 500 Jahre warten, bis der hier respawnt. In welchem Gebiet bist du denn jetzt? Keine Ahnung, wie das heißt. Ich bin gerade auf dem. Ich glaube, meine R-Taste ist kaputt. Ganz oben links. Ja, du hast ja das neue Keyboard geholt. Ja, da ist ja Wasser reingelaufen, dann war kaputt, dann ging wieder. Unterwegs. Jetzt, ja, stimmt. Jetzt macht er manchmal so einen Instant-Cast auf meiner R. Auf dich selbst. Jo. Das habe ich auch mit dem Feuersturm. Der macht manchmal auf mich selbst. Oder sehr oft sogar. Ich habe schon andere Tasten benutzt oder versucht. Genau selber. Ja, ist aktuell ein bisschen buggy. Lurch hatte das Problem, glaube ich, auch. Ich habe jetzt mal auf F gemacht, meinen Love Fire. Kommt, wenn ihr double tappt. Was willst du? Nein, auch beim Single Tap. Ja, ich mach keinen Double Tap auf die Ability. Einen einzigen. Wir machen nur One Taps. Weil wir sind deutsche Elite, nicht englische Elite wie ihr.
Immer noch Stich ins Herz, dass der Dirk nicht bei uns mitspielt. Ja, Mann. Junge, irgendwas. Kommt nicht hin, Leon. Die machen immer die Animation, ne? Diese. Der blaue Dings kommt. Aber da bleibt nichts liegen. Du musst warten. Wenn die Animation machen, dann ist die kurz weg und dann kommt die Animation wieder. Der läuft einfach weiter, der Knecht. Ja, wenn der weiterläuft, dann bricht er die ab. Ich weiß mal nicht, warum der die abbricht. Ich habe gerade 3 Stück. Ich gucke jetzt, ob einer von denen vielleicht. Oh, das hat wehgetan. Schnell weg hier! Dreh mich um, Kollege. Los. Hey, warte. Doch. Einer hat gemacht, ich hab's bekommen. Oder was kriege ich denn hier für Gear, Alter? 550er mit Stärke und Geschick. Warum denn? Oh, Junge, ist das random, was du bei Quest bekommst? Ja. Soweit ich weiß schon. Wow. Ich gehe. Hier waren vorhin 3 Stücke, 4, aber die sind weg jetzt. Hier käfert einer an der Wand. Ich weiß nicht, ob ich den killen soll oder nicht. Das Ding ist, du musst den halt irgendwie wegkriegen, wenn der macht, weil. Sonst kannst du es nicht aufheben. Ach, Expedition, okay. Oh, jetzt habe ich sogar 2 Questen dafür. Gut, dann sind wir hier auch durch. Da laufe ich hin. Dann muss ich schon mal die Quest machen. Hast du schon mal probiert, die Ability von Slot 1 jetzt als Beispiel auf Slot 2 zu verlegen? Also zu tauschen, ja, die beiden? Hab ich auch. Und Tasten habe ich auch. Ich habe jetzt einmal getauscht und dann wieder zurück und seitdem funktioniert es gerade. Mal sehen, wie lange. Heute hast du Bock oder 7,5 Stunden schon live, kannst du ja gleich 24 voll machen. Würde ich, wenn das nicht so nerven würde, gerade. 24er? Quatsch, Mann. Aber alle sind schon am Schlafenzimmer. Da muss er morgens schon anfangen. Alle machen schon higher. High-Level Corruptions? Welche High-Level Corruptions? Alle Mude. Alle selbst am Suften. Naja. Aber Großteil kann mit dem Spiel nichts anfangen. Bei uns ist PvP-Quest Krieg in Lichtholz. Hab schon ein paar mit Moskito aus dem Leben geballert. Selbst in NW unterwegs. Ja, ja, ja. Richtig, alles richtig. Das ist schon arg dumm, ne, Alter, wenn die Questgegenstände selbst random Stats drauf haben. Ich bin mir aber nicht zu 100% sicher, ne?
Ich gehe halt davon aus, weil jedes Mal, wenn du eine Quest hast und du ein Item bekommst und du schaust, was für ein Item die dir geben, dann wird nur angezeigt, wie das Item heißt, aber keine Stats. Ja, deshalb sind die ja random. Und das ist halt, oi. Außer bei den Waffen, da ist vorgegeben, was drauf ist. Also bei diesen Legendary-Waffen. Diese 580er-Dinger. Ja, das wäre auch richtig kacke, wenn die random wären. Dann musst du ja richtig da reinlacken. Jamie, du meinst die Portale hier? Nee, die kann man nicht. Die kann man nicht solo machen. Also die 45er schaffe ich mit Sicherheit. Mann, er hat gebetet. Bei den Legendary. Ja, aber wo kriegt man die Questen für die Amulette? Ich glaube, hier unten fangen die Dinge an. Da müsste ich auch gleich mal. Egal, der hat auch gebetet. Geht ab, Olli. Aber die Baiten kill ich dir. Ich muss jetzt erstmal kurz. Ah, wir haben schon 12 Uhr, ne? Ich glaube, ich mache aus jetzt. Ich hätte es eher am Pen oder selbst am Spielen. Und, 7,5 Stunden ist auch in Ordnung. Dann gehe ich jetzt gleich noch eben kurz kochen, ein bisschen Lager nur aufräumen, gucken, was im Auktionshaus ist. Ich auch offline. Bisschen Netflix. Vielleicht auch für heute genug aufgeregt. Und faules Trinke gehe ich holen. Macht ihr die ganze Zeit PvP oder was? Nee, wir farmen gerade. Was farmt ihr denn? So Quintessenzen für Gems. Ja, und wo wir waren, in Breakwater? Jo. PvP hatten wir nur, weil hier auch zwei hingekommen sind, die PvP anhatten. Irgendwie sind die nicht mehr da. Ich hab doch erzählt, Leon, ne? Den einen, den ich vorhin im 1 gegen 1 fertig gemacht habe, diesen Hammer hier, Steph. Ja. Er ist mir danach hinterhergelaufen bei der Mission, weil er dieselbe hatte. Und wollte mich dann beim Boss sterben lassen. War ultra low, musste halt weg, weil ich Heavy Armor anhatte und nicht dodgen konnte gut. Bei Medium Armor meinte ich. Und er hat gesehen, dass ich low life war und hat sich einfach daneben gestellt zugeguckt und mir nicht geholfen. Ja. Ah, der Kenner ist hier. Chat. Aus jetzt die Maus hier. Man zieht die Grosswit in den Eden Grove ein. Ja, Olli? Bitte? Was denn? Doch. Immer willst du Holz haben, dann komm hier hin. Ich hab absolut keinen Platz mehr. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Jetzt genug zu tun, ich lebe mein Sägeding. Ja, komm her, kriegst du noch mehr von mir. Burger. Und Olli, Dankeschön für den Restart im zweiten. Dankeschön. Da ist so. Meißen. Geht doch. Ach so, hat nicht funktioniert. Dankeschön, Olli.
Ach, das, oh mein Gott, wohin damit? Und Matti, Dankeschön für den Resub am 37. und Tagsam. Kann man hier schon? Richtig viele reingecheatet. Ich verkaufe jetzt alle meine Eisenbarren. Warum? Wie, warum? Kein Platz mehr. Was soll ich damit? Brauche ich gerade nicht. Wenn, dann kann ich die selber farmen gehen. Nur das ist gar nichts wert, ne, wahrscheinlich. Sind das viele Gefühle? 3K. Was ist denn das hier wert? Muss mal Link schicken. Silberbarren konnte man doch jetzt für irgendwas herstellen, Alter. Muck. Muck, aber wo? Kleidermacherei, glaube ich. Was? Der Kleidermacherei. Hui. Egal, was man da herstellt. Das sind halt verschiedene Dinge. Ich glaube, es ist einmal für Ringe, einmal für Amulette und einmal für Ohrringe. Platin machen, aber das ist alles egal. Hallo Day Night. Ich brauch Platz, Mann. Ich verticke jetzt alles mit scheißegal. Bei einem Barren, die kannst du selber wieder farmen. In den letzten 12 Stunden war Peak 3000. Current sind 2,4 net. Das ist, glaube ich, eine Runterbahn-Nacht. Warum über Nacht? Weil man, keine Ahnung, wie groß Black Ops jetzt ist. Brauche ich Seidenfaden, nehme ich mit. Mitfinden? Kollege gehört.
Bam. Wie viel hast du, Giffy? 9. Du hast 9 erst? Jo, und im Lager 3. 12. Für 12. Alter. Holz habe ich jetzt gerade reingestellt. Brauche ich grobes Leder. Brauche ich erstmal nicht. Oh. Oh. Bin ich gar nichts wert. Es ist despawned vor meinem Gesicht, Leon. Ja, das ist richtig tilt. Willst du die immer, wenn die schon mal einmal gemacht haben? Nee, nur wenn die faken. Das Problem ist, wenn die stuck sind und die machen und können sich ja nicht bewegen, da kommst du ja nicht dran. Ja, wohl, die behalte ich. Irgendwie sind alle am Anfaken. Ach, das glaube ich maximal nur noch bis halb. Willst du dann alle reinstellen ins AHA? Mit wem redest du? Leon. Nee. Oh, das gibt's noch gar nicht, ne? Mir wurde ein von den Müllrezepten gestern abgekauft, Curtis. Was denn? Was, für ein paar Minuten. 20 Fokus oder so. Was hast du bekommen? 500 Gold. Das nehme ich. Okay. Ich habe halt so viele Edelsteine, ne? Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich habe das noch nicht geskillt. Wenn du welche geschliffen haben willst, kannst du mir Bescheid sagen, ne? Ja, oh, musst mir sagen, was du brauchst. Dann auch weg. Das nehmen wir mit. Auch. Hallo Mamba. Dich. Da können wir die verschwenden und nehmen. Aufräumen den ganzen Bums hier. Mir geht's gut, Mama. Ich hoffe dir auch. Ich hab schon so viele Knöllchen bei mir zu Hause, ne? Pico, was ist das denn? Eine richtige Bruchbude. Achso. Kleidermacher-Dings braucht man, ne? Die okay.
Kann man den Magnetit nochmal irgendwie umwandeln zu irgendwas? Magnetit zu Magnetit Steinziegeln. Was ist der Mächtige? Fünf Gold kostet ein Mana in einen Dingstrank. Weiß jetzt nicht, ob ich mein Fressen da habe oder ob ich das schon rübergebracht habe. Ja, wir laufen kurz hin. So, gucken. Hallo Finn! Hallo Vargus! Hey. Finn, hallo! Auf deinem kurz dahin. Für mir folgt ja einer. Echt? Ja, ja, ich schleiche so viel hinterher und der ist auch am Mitschleichen. Das ist der Typ von vorhin. Hat sich bestimmt was zu da machen. Wenn der Nächste jetzt antäuscht, ne, dann hau ich ab von hier. Nein, nicht aufgeben, Gefühl. Das Goldgrube. Wie viel habt ihr denn bis jetzt rausbekommen? 21 habe ich. 12 habe ich. Was ist deiner Wert? 100. 100 so. Junge, zwei haben gleichzeitig Antäuscher gemacht. Er hat jetzt gedroppt. Oh, zwei haben gedroppt. Ich war kurz rausgetappt. Er hat sogar gewartet. Der läuft mir echt die ganze Zeit hinterher. Junge, stopp. Nein, der killt hat viel. Also wenn die antäuschen und stehen bleiben, muss man nur warten. Die kommen dann. Also weiter verfolgen oder was? Ne, wenn die weiterlaufen, dann kannst du die killen. Dann sind die irgendwie buggy oder so. Aber wenn die antäuschen und aber weiterhin stehen bleiben, ja, dann dauert das so. Mann, warum killt er die ganze Zeit die Viecher? Tja,
Jake Patchenside. Ja, ich level 20 mit dem Feuerstab. Bist schon? Gleich. 1200 XP noch. Bye bye, Gremlin. Kuss, kuss. Bye bye. Hast du gekriegt? Jo. Da bin ich auch bei 20. Bei mir ist gerade. Edelmar. Entweder machen die nicht oder die fake nur an. Fühlt sich so viel besser mit der Rolle, ne? Ich glaube, nachdem die einmal gemacht haben, kannst du die wegkillen. Ach, der Herr Winkler ist auch da. Die nennen ihre Charakter einfach Herr Winkler. Der Drachenlord spielt nämlich übrigens auf Utgard. Ja. Der Troll fliegt. Der Troll fliegt. Was haben wir denn hier? Haben wir ein bisschen Essen, haben wir. Ich bin Masterdrache. Du bist Masterangler. Das auch. Angler ist echt nicht spannend, sag ich dir ehrlich. For real? Ja. So, was können wir denn hier kochen? Wir kochen mit Reis, Honig, Schweinfleisch. Milch und eigentlich alles selten hier. Hatte ich ja da Honig. Bären. Und dann Honig hier. So, dann machen wir grüne Bohnen. Ein bisschen Kohl. Schweinefleisch. Ja, noch, das ist nicht so. Ich glaube, ich habe jetzt eine Meta raus, Leon. Und Honig. Ja, wie? So. Ja. Ich kill jetzt einfach alle weg und guck, so wie ich einen neu gespawnten sehe. Die frisch den neu spawnen. Den verfolgen, ne? Ja, den verfolgen. Da habe ich bis jetzt am meisten Glück gehabt. Ja. Kokosnuss. Warte, wie viele haben wir denn? 25. Schweinefleisch. Nehmen wir ein bisschen Brokkoli. Möhren und nochmal Honig. Yeah. Und dann haben wir kochen, glaube ich, auf 200. Jawohl. Ich bin jetzt der Kokmeister, Junge. Der Kokmeister. Stehst du der Oberkörper frei an deinem Grill? Ja, das nehmen wir trotzdem mit.
Essen wir das zuerst, das gute Food. Oder wir stellen noch mal ein bisschen was her. 40. Tomate. Bisschen Brokkoli. Ah, das passt so. Der Bademeister soll erstmal gucken, dass er von seinem Stuhl runterkommt. Und das ist da. Ich glaube, man das geschrieben hat. Ich habe genau gesehen, wie der von Becken gesprungen ist. Gibt Ticket. Gibt Ticket, Junge. Mit Schwimmflügeln. Ich bin jetzt der Kochexperte, das sag ich dir aber. Wo ist denn das? Kochmeister, Junge. Ich hab da gesehen, dass du da den Honig rausgenommen hast. Ja, nimm mich ja. Ja, das ist mein Honig. Das ist nicht dein Honig, Kollege. Ja, das ist meine Stadt. Das ist mein Honig. Meinem Onkel gehört New World, okay? Wenn ich will, lass ich dich bannen. Du hast hier nicht mit mir. Erstmal den Bessie melken, Junge. Hier hat alles angefangen. Hier bin ich hingelaufen und hab gesagt, Memo, guck mal weg. Ein bisschen an New World Twitch Compilation gelandet. Voll. Hä? Ich sag ja voll. Ja, bist du wirklich? Ja, weiß ich doch, hab ich doch gesehen. So. Cool. Felder machen wir 3-3. Da glaube ich auf, Leon. Ich hab jetzt auch 21. Aua. Hey. Ich mach noch weiter. Ja, Timmer. Wie lange machst du noch? Keine Ahnung. Nicht, dass sie nicht verkauft werden, ne? Nicht, dass sie niemand kauft. Ja, aber du brauchst ja trotzdem ein paar für dich selber. Oh. Es ist halt so lästig, ne? Da ist ein frisch gespawner, den verfolge ich. Nein, bitte nicht töten. Gut, dann hat sich das auch schon erledigt, aber ich muss trotzdem dahin. Mit dem Clip, wo ich da stand und meinte, ja, Memo, guck mal bitte weg. Was ist das denn? Aber wie kannst du auf YouTube landen, wenn YouTube zu ist? Weiß nicht. Es leckt hier wie Schinkenspicker. Ich weiß echt nicht, ne, ob ich mir ein Haus für 10.000 holen soll oder mehrere kleinere. Für 10.000? Du brauchst auf jeden Fall eins für 10.000. Wegen den 4 Truhen. Aber dann ist die Frage, wo, da ne? Da kommst du ja nicht drum herum, Kollege Totschuh. Ich habe so viele Herstellungsmods, ne? Da sind bestimmt ein paar dabei, die ein bisschen was wert sind, Alter. Ich hab jetzt aber gar keinen Bock durchzugucken. Das ist, man bräuchte eine Seite, wo man sieht so, was wie viel wert ist. Wenn die SAH einfach besser machen und zeigen direkt, wie viel ja, das wert ist. Glaubst du aber selber nicht. Windsor 10.000 Haus, Lorsch, bist du dir sicher? Why? Tell me, Lorsch. Ich würde auch sagen, Windsor. Ich hätte es gerne in der eigenen Stadt, aber. Ja. Windsor 10.000 Haus wäre, denke ich mal, beste Alternative so. Ja. Weil gehört unsere Frag. Hat's ausgebaut. Ja, wobei vorhin ein paar Sachen gedowngradet wurden. Absolut. Ja, das liegt, wenn, ich glaube, wegen der Invasion, weil die verkackt haben.
Ja. Ja, aber die Invasionen werden immer irgendwas downgraden, denke ich. Sei denn, man gewinnt die halt. Ja, aber dafür sind die Leute noch zu undergeared. Kenne, du musst jetzt weggucken, okay? Er ist krank. Warum kann man eigentlich nicht nach Attribute filtern, Alter? Das ist halt auch so. Ja. Junge. Wie funktioniert das mit dem Lagerplatz in den Häusern? Kriegst du den in dein normales Lager drauf oder hast, ja, musst du extra ins Haus? Okay. Wie viel hast du jetzt im Wendkreis? 2300 oder so. Ui. Pause mehr als ich. Ja, aber ich bin da auch Level 47 oder so, ne? Wendkreis bin ich. Oh. 37. Oh, die ist nicht schlecht, Alter. Was, 700? Einer von den beiden hier ist gerade neu gespawnt, gefühlt. Der rechte hat auf jeden Fall angetäuscht. Und ist weggegangen, also kriegt er einen Kill. Er dodgt einfach, er läuft links, rechts. Utgard spielen wir Server. Ah, die ist auch nicht schlecht. Wir spielen auf Utgard, ja. Oh, der ist neu gespawnt hier. Meinen, den gucke ich an. Den gerade. Diese Musik in dem Spiel, ne? Ist cool? Ja, ausgemacht. Deine Macht, meine auch. Macht. Nach 8 Stunden Zuschauen komme ich mir das Spiel jetzt endlich auch mal. Meiner lang getäuscht. Meiner auch. Deiner glaube ich nicht. Doch, der ist auch weitergelaufen. Warte mal, da war Timmer. Timmer sieht aus wie ein Zauberer. Ich mach Backport leer und ich mach eventuell morgen weiter oder so. Okay. Stell mal ein paar rein und dann guck ich mal, ob die vielleicht weg können. Scheiße, wie teuer ist das? Denk dran, Filter erst vorher nach allen, ne? Jo. Und dieses Porten ins Haus, ne, ist halt absolut geil. Du hast immer nur so 40 Dings, 30, 40 Arzt, kannst den Cooldown Reset mit. Hast quasi immer einen Port nach Hause. Ich glaube, ich kaufe mir die Axt, die Einhand-Axt. Die war nicht schlecht. Wo bist du, Güffi? Ich brauche Edelsteine. Ich bin gerade im Windkreis, aber meine Edelsteine mache ich unten in Catalyst Keys. Also Enter Mr. Riff. Welche brauchst du?
Weiß nicht, ob die sich lohnt, Alter. Aber 700 ist nix. 700 ist nix. Sieht doch ganz cool aus. Welche ich brauche, das ist eine gute Frage, Alter. Ich habe viele Spiele mit Diamant oder Dings. Ich guck mal hin. Zählen auf den Edelstein beide Perks, wenn du die in Waffe klatscht oder in der obere? Nee, in der obere für Waffe, steht, der untere. Genau, ober oder. Okay, dann ist Diamant absolut Katastrophe schlecht. 6% Schaden, wenn deine Ausdauer voll sind. Ich glaube, da gibt es hoch, bis nicht voll ist. Aber das ist aber eher so ein PvP-Stein. Den Dings, was sagt ihr dazu für 35 Gold? Den Jaspis habe ich auch noch nicht verstanden. 100% Schaden nach 3 erlittenen Treffer. Also alle 3 Treffer kriegst du 100% mehr Schaden quasi. Also so, von den Base-Sachen ist ja gut, aber die Perks sind ultra bad. Also lohnt sich eigentlich nicht, wenn du den selber spielen willst. Da boost immer Gearscore erstmal. Für 35 Gold sage ich da nichts. Lohnt sich auch nicht. Genau deshalb habe ich auch den Smaragd drin. Der ist halt für so Execute-Phasen gut. Oder? Chat, hat einer eine andere Meinung? Was? Was für Edelstein habt ihr in den Waffen drin? Was hast du drin, Leon? Ich hab Opal in der Axt. Was ist ein Opal? Und Opal ist Damage, weil your Stamina is not full. Weil du mit der Great Axe zum Beispiel, wenn du chase, dann machst du oft die Rolle und so hinterher. Und warte, ich hab im... ich weiß gar nicht mehr, wie hieß der Griffi? Malachit. Malachit, genau, habe ich in dem Hammer drin, ne? Das 8% Damage gerade auf Enemies mit Crowd Control. Also wenn du die zum Beispiel stunst, ja, oder stimmt. Sonstiges. Aber ich rede jetzt Dings. Aber du rollst nicht so oft und deine Ausdauer geht verdammt schnell wieder hoch, Mann. Das heißt, du verlierst den Damage Boost ziemlich schnell. Geht. Also vorhin war er zum Beispiel ganz gut, als ich mit Giffy am Fighten war. Weil ich dann zum Beispiel ausgewichen bin und dann war ich zum Beispiel direkt neben dem anderen Gegner und konnte dem halt die 6% reindrücken, ne? Das hat halt Vor- und Nachteile, ne? Jan hat auch noch die günstigen, ne? Ich kann die ganz krassen machen, aber die sind halt auch ein bisschen. Ich finde halt den Smaragd gut für die Execute-Phase, wenn ein Mob 30% HP nur noch hat, du mehr Damage machst. Ja, dann auf jeden Fall für PvE, ja. Für PvE. Hat natürlich auch Vorteil im PvP, aber... Weißt du, welche der Monkey News drin hat? Mittlerweile? Nee, gerade nicht mehr. Also wenn er gewechselt hat, weiß ich es nicht. Ich hab vorhin nachgeguckt, der hat leider auch keinen Command dafür oder so.
Mach der Grüne rein. Ich glaube, overall sind Grüne ganz okay. In der Arme habe ich halt Diamonds drin, weil die ein bisschen von beiden geben. Du brauchst Lebensessenzen, ne? Wie viel? Für die Lebensessenzen habe ich von Leon. Wie viele hast du davon? Wie hat es mir gegeben, Leon? Über 200. Über 200. Du kannst die geschliffenen Brillanten-Diamanten schon? Ich kann sogar die Tier 5 Diamanten. Immer ein, ich weiß nicht, Pristina heißt das auf Deutsch. Ein Perfekt oder so. Dafür brauchst du nur Quintessenz des Lebens? Jo. Also das, was du von den Holzdingern bekommst? Jo. Boah. Das Krasseste ist halt dieser makellose Diamant, ne? Davon habe ich einen. Hast du welche von den blauen, von den Tier 4 Diamanten, von den brillanten Diamanten? Warte. Ah, 4. Also 3. Aus 5 kann ich halt einen von den dicken Diamanten machen, ne? Das würde dir, das heißt, ein geschmackloser Diamant würde Luni, dich... Luni, du kannst Escape drücken, dann gehst du oben aufs Spielmenü und dann auf Befreien. Dann portet der dich da raus. 125 Gold würde dich dann ein dicker Diamant kosten, wenn du die kleinen kaufst. Nee, die brauchst du gar nicht. Ich würde halt die Vierer nehmen. Vierer? Ja, die Lebensessenz? Mit Lebensessenz. Davon könnte ich kann zwei. Ich nicht herstellen. Da muss, weiß ich nicht, ob der Tagge die noch hat. Warum kannst du die nicht, weil du die nicht hast, oder was? Ich hab die nicht, genau. Ich hab die nicht und was ich brauche Arcana 75, um die herzustellen. Lebensessenzen? Ja, die habe ich noch welche. Entweder der Tagge gibt die oder der Jamal stellt die her. Okay, was kannst du jetzt für mich machen? Junge. Ich kann dir alles herstellen, so wie wir die Metz haben. Artisans ist günstig, kostet 2 Gold 40 im Auktionshaus für den Smaragd. Ich kann dir Tier 5 Smaragd herstellen, ne? Der makellose, geschliffene. Eins drunter. Nee, die brauche ich nicht. Das lohnt sich gar nicht in den Waffen. Ich brauche auf jeden Fall, ich kaufe den einfach scheiß drauf. Das ist mir zu viel Kopfweg jetzt gerade, ehrlich. Bist du da, das dauert 40 Minuten, bis du den fertig hast. Ich kaufe den kleinen davon, der kostet 60 Gold. Eigentlich brauche ich nur die Metz und dann ist das Ding in 2 Minuten fertig. Ja. Zweck aus Windkreis. Ach, scheiß drauf, ich mach das morgen. Dad! Und Donza, dankeschön noch für den Resub im 25. Monat. Liebe, dankeschön. Ich geh pennen. Ich geh schlafen. Das ist mir zu viel gerade, Alter. Das dauert mir zu lange alles. Ich hab den Haier jetzt. War auch voll kompliziert. Wir haben 1 Uhr nachts. 8 Stunden Stream, by the way. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht und Dankeschön für den Support. Bleibt gesund, wir sehen uns nachher wieder. Ich weiß nicht wann, 19 oder schon davor. Keine Ahnung, okay? Bye bye, gute Nacht. Achso, ich hab mich hier. Ach mein Gott, Alter. Ja, auf jeden Fall noch ein Snack. Tschüss. Bye-bye, nehmt euch ein Tinkepäckchen noch und ein Duplo. Macht's gut. Bye-bye. Gute Nacht und danke. Und bleibt gesund. Und Hände über der Bettdecke. Gute Nacht. Tschüss. Macht mal Duplo, dann weiß ich, wenn ich ausmachen kann. Tschu-tschu.